Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um ein Produkt, mit dem ich mich schon etwas länger beschäftigt habe. Allerdings hatte ich bislang noch keine Gelegenheit, dadurch, dass ich viel unterwegs war, das Produkt zu kaufen. Jetzt endlich habe ich eins bekommen. Es geht um die neue Samsung Gear 360 360 Grad Kamera. Samsung hat ja die zweite Generation rausgehauen vor kurzem. Die erste Generation auch super, super cool. Vor allen Dingen insgesamt auch vom Handling super cool. Allerdings ein großes Manko gab es dann doch bei der ersten Generation. Man konnte es einfach nur mit den Samsung Smartphones koppeln, beziehungsweise diese Samsung Gear 360 App gab es einfach nur für Samsung Geräte. Und das war wirklich das Manko, was mich da am Ende auch zu entschlossen hat, dass ich noch warte, dass ich sage, okay, komm, wenn es das Ganze auch für iOS gibt, dann hole ich mir das, weil dann kann ich euch die bestmöglichsten Videos dazu auch präsentieren, kann euch alles erklären und vor allen Dingen haben wir dann auch richtig hiervon was. Wie gesagt, jetzt habe ich mir die neue Cam hier geholt. 250 € kostet die im Elektronikfachmarkt oder auch bei Amazon. Link natürlich in der Videobeschreibung. 250 € finde ich absolut okay. Liegt unter dem Startpreis der ersten Generation. Super cool, dass Samsung da wirklich nicht noch einen draufgehauen hat. Aber in diesem Video gucken wir uns einfach mal an, wie die Cam so aufgebaut ist. Erster Eindruck, Unboxing. Was ist alles mit dabei, wenn ihr euch die Cam holt? Was braucht ihr noch? Damit starten wir jetzt einfach mal. Wenn ihr noch kein Abonnent dieses Kanals seid, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich hier auf YouTube abonniert. Damit würdet ihr mich unterstützen. Wie gesagt, lasst einfach ein Abo da, damit ich euch auch weiterhin dann dementsprechend, wie ihr das von mir gewohnt seid, in der gewohnten Qualität einmal alle Videos liefern kann und dann auch dementsprechend auch zu dieser Samsung Gear 360 Serie noch einiges an Videomaterial kommt. Ja, Gear 360, 360 Grad, Samsung hat da wirklich eine neue Sparte damals mit erschlossen. Mittlerweile gibt es ja schon ganz, ganz viele 360-Grad-Kameraanbieter. Allerdings von der Qualität war Samsung immer super mit dabei. Wenn wir den Karton einmal aufmachen, sehen wir auch schon direkt, okay, hier geht es direkt los. Die Kamera einmal zur Linken. Und dann viel, viel Equipment. Man hat einen USB-C-Anschluss. Das finde ich super cool, dass man so auf so einen allgemeinen Standard hier gesetzt hat. Auf jeden Fall sehr, sehr schön gemacht von Samsung. Kabel erinnert mich auch so ein bisschen an so ein Apple-Kabel. Allerdings cool, dass auch dementsprechend ja auch hier mit einem allgemeinen Anschluss gearbeitet worden ist. Und da ist einfach USB-C, Micro-USB und so weiter. Das sind einfach die Anschlüsse, die da absolut hingehören. Dann ist natürlich eine Anleitung mit dabei. Das ist klar, das darf nirgendwo fehlen. Und was ich ganz cool finde, wenn man sich so ein bisschen weiter vorarbeitet, ist so eine Art Socken dabei. Also so, wie man das von den Handys kennt oder von den Smartphones besser gesagt. Hier hat man wirklich geil nochmal so ein kleines Case, wo man das reinpacken kann, wenn man das Ganze mit im Handgepäck transportiert, beispielsweise auf Reisen. Super, super praktisch. Dann ist etwas anderes dabei, was ich noch so ein bisschen in der Review dann auch erklären werde. Das ist so eine Art Ring. Den Ring kann man im Prinzip um die Kamera rummachen. Habe ich schon mir auch in anderen Videos öfter mal angeguckt mittlerweile. Ich bin gespannt, wie das so funktioniert. Das ist so eine Art Tragehalterung. Muss natürlich sicher sein, aber das werden wir alles dann dementsprechend in den Reviews, in den verschiedenen Tests auch zu diesem Produkt uns genauer einmal angucken. Dann natürlich das Entscheidende, die Kamera. Auf den ersten Blick super, super klein, super handlich, muss man dazu sagen. Wirkt allerdings auch hochwertig. Das Design ist wirklich ausgetüftelt worden. Finde ich sehr, sehr cool, dass man es so gemacht hat. Man hat sehr minimalistische Tasten da drauf, allerdings selbsterklärende Tasten. Einmal auf der Seite dementsprechend das Menü. Dann hat man eine Zurücktaste, die gleichermaßen auch die Austaste sein dürfte. Auf der Vorderseite haben wir einmal den Record-Button mit dem kleinen Display. Das Display selber wird nicht furchtbar viel liefern. Werden wir uns natürlich alles angucken. Dementsprechend leichte Symbolik, so wie wir das auch bei der GoPro Hero Session kennen. Dann auf der Seite einmal natürlich der USB Type-C Anschluss und dementsprechend ein Micro SD-Kartenfach hier einmal, das man rausnehmen kann. So ein bisschen wie so ein SIM-Tray vom Handy.
auf jeden Fall sehr cool gemacht. Hätte man natürlich auch anders regeln können. Aber das Ding ist natürlich nicht komplett wasserdicht. Also es ist im Gegenteil zur Hero Session beispielsweise, die natürlich keine 360-Grad-Perspektive bietet, kann man das Ding jetzt nicht mit ins Schwimmbad nehmen oder ins Meer mit reinnehmen. Also es ist spritzwassergeschützt, allerdings mehr hält es nicht aus und man sollte es auch nicht mit mehr belasten, weil wenn man das auch so sieht an der Seite mit den USB Type-C Anschlüssen, dann hat man hier wirklich dementsprechend auch gar keinen Wert darauf gelegt, das Ding irgendwie wasserdicht zu machen. Man hat zwei Mikrofone dementsprechend auf der einen Seite und noch etwas, was auch ein Mikrofon sein könnte, auf der anderen Kopfseite, wo dann auch dementsprechend nochmal eine Halterung ist für einen Case. Und auf der Unterseite haben wir natürlich das normale Schraubgewinde, wo die gängigen Stative mit kompatibel sind. Wie gesagt, das ist der erste Eindruck zur neuen Gear 360 Kamera von Samsung. Auf den ersten Eindruck schon mal super, super cool. Ich bin gespannt. Wir werden das Ding zusammen in verschiedenen Videos testen. Ich habe schon einige Ideen im Kopf. Was für Videos möchtet ihr zur Gear 360 haben? Was möchtet ihr alles getestet haben mit dieser Kamera? Schreibt mir das einmal in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und wie ihr das von mir gewohnt seid. Werde ich das natürlich dementsprechend auch in den nächsten Videos dann gerne für euch umsetzen. Ich würde mich auch dafür interessieren, wenn ihr noch generell ganz andere Themenvorschläge auch für diese Kamera oder für andere Videos habt, wenn ihr mir die einmal in die Kommentare schreibt. Auch da bin ich wirklich gespannt drauf und versuche, wie immer, für euch alles zu beantworten oder dann auch dementsprechend ein Video zu liefern. Bis dahin soll es das gewesen sein von dem ersten Eindruck zur Gear 360 2017er Modell von Samsung. Ich bedanke mich bei euch mal wieder fürs Zuschauen. Super, super klasse. Freut mich jedes Mal. Wie gesagt, wenn ihr noch keine Abonnenten des Kanals seid, würde ich mich unheimlich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Dann verpasst ihr nichts mehr, dann unterstützt ihr mich hier auf YouTube und ich kann euch in gewohnter Qualität wie immer die Videos liefern. Und bis dahin, wie gesagt, danke ich euch fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Fragen. Ich freue mich auf eure Anregungen, wünsche euch viel, viel Spaß mit der Technik, sage bis zum nächsten Video, Leute. Ciao.